Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Wir sind immer noch mit Sora am Start, obwohl wir schon einmal rüber zu Rico gewechselt sind, aus mysteriösen Gründen. Ja, wir können nur eine bestimmte Zeit lang wach bleiben. Dann werden wir einfach zu der jeweiligen anderen Person hier, oh geil, rüber wechseln und ja. Auf Ricos Seite haben wir einen Typen namens Joshua getroffen und einen Typen namens Beat. Was ist das hier? Ich konnte das sogar angreifen. Müsste ich glaube ich sogar machen. Warte euch wie geplant. Und ja. Oh Gott. Rico hat mittlerweile auch seinen eigenen Traumfänger gefangen, gefunden, hergestellt. Genau, so war das. Und ja. Wir haben bei Soras Seite gesehen, dass Nico irgendwie einen Handel mit einem Typen, der aussah wie der, wie die Organisation 13 Mitglieder eingegangen ist. Und ja. Hör auf, meinen Sturzanzeige zu erhöhen. Meine Güte, ich gehe jetzt einfach weiter. So. Ich glaube, ich möchte einen anderen. Alter. Mich noch nicht, tut noch nicht so lange hier in den Kampf. So, ich möchte mal Miauhauer einsetzen. Boing, boing, boing. Ich werde mal versuchen, so viele Traumfänger wie möglich zu benutzen im Laufe des Spiels, aber ich kann nichts versprechen. So, ich wollte Ding ins anderen Angriff hier reinpacken. Wenn euch der Part gefällt, dann lasst bloß kein Like, Abo oder einen Kommentar wieder, ne? Boah, das wäre... Ne, lasst das. Oh, das Böse, wollen wir nicht. Lasst das gefälligst. Und ja, boah, das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt nach Travers Mitte und fertig. Okay. Wollen wir wieder... Was? Was ich nicht untersuchen kann, weil ihr jetzt alle da seid. Rein jetzt weg. So, warte, ich mach den ja. Oh, tschüss. Die Gegner in dem Spiel sind relativ schwach. Die normalen Gegner jedenfalls. Ich meine, man kann einfach denen machen, aus der Reichweite gehen und dann runterstürzen. Die können nichts dagegen machen. Also ähnlich wie in Kingdom Hearts World by Sleep. Die Gegner hier so. Manche Gegner können einfach überhaupt nichts Aua machen. Ich meine, der hat jetzt ein bisschen Schaden gemacht, aber bringt jetzt auch nicht so. Aber sind die Bosse ein bisschen schwieriger hier in dem Spiel. So, was kann ich hier machen? Wir sind alle Geister. Tu 3 Angriffe im freien Fluss ausführen. Das ist kein Ding. Das Ding an, so wir können fliegen. Was ist das? So, der Quartal, komm, S-Rang, ich habe immer keine Ahnung. Da man bekommt Arbeit, wenn man alle davon erledigt. Ich habe nicht so gründlich gespielt, als ich damals Dream Drop Distance gespielt habe. Das werde ich hier ein bisschen ändern. So, es gibt keinen Rang da, ne? So, hier kann man die Karte aufrufen. Okay, gut. Dann werde ich mal ein Ding weiter, dann hätte ich schön speichern können. So, wir sitzen hier. Wie komme ich denn zu meinen Dings hier? Ja, Geister. War das richtig? Ja, ne. Ne, doch. Vita, ja, bitte. Oh, es gibt mir Dingens. Vita. Los, Wurf. Ja, du bist voll putzig. Mach weiter. Ich krieg noch nicht mal was dadurch. So, mach mal weiter. Ich will dein Vita. Oh.
Gut. Hier schon neue, ich habe gar kein Rezept, ey. Warten wir erstmal. So, ich habe Vita und das möchte ich ausrüsten. So. Vita, aha. Also wenn, dann tun wir schon ordentlich hier ordnen. So, erst die Angriffe, dann die Magie. Ach, das geht gar nicht, wenn man hier. Warte mal. Kann ich nicht irgendwie sehr schnell auf Vita wechseln? Nee, ne? Ach, mit L1, gut. Das ist eigentlich nicht schlecht. Den Buff. So, gut. Also ausgezeichnet. So, wir müssen zu diesem Briefkasten, das ist mir schon klar, aber warum ist hier noch eine Truhe? Habe ich nicht geöffnet letztens? Weil ich nur sagen wollte, im Gegensatz zu Birth by Sleep sind die Charaktere nicht so, also Charaktere, alle beide Charaktere jetzt nicht so, ich wollte jetzt nicht öffnen, ich wollte nicht platt machen. Keine Ahnung. Rico und Zoras Werte sind, glaube ich, so relativ ähnlich. Ich glaube, Rico hat ein bisschen mehr Angriffskraft. Zora vielleicht ein bisschen mehr Magie, aber so einen deutlichen Unterschied wie im Birth by Sleep, wo Aqua zum Beispiel volle Power Magie hatte und Terra volle Möhre Angriffskraft und so. Also solche Unterschiede gibt es nicht. Deswegen kann man hier so ein bisschen kreativer sein und ausgeglichener spielen mit Magie und Angriffskraft, also Magie und normale Techniken. Kommst du dann schon wieder her? Da. Kann ich hier irgendwas Gutes kaufen? Ich kann auch kein Vita kaufen und so. Rezepte kaufen wäre vielleicht nicht schlecht. Extremisten. Ja, wenn wir schon Geister nutzen müssen, dann machen wir es auch richtig. So. Mir gefällt das nicht so, aber wir werden es trotzdem machen. So. Überleg gerade, wen ich hier noch wen gebe. Erstmal. Ich dachte, er ist aber Memoir da oben bei Chapitos Laden. Ach ja, ich muss zum Dings. Zum Briefkasten. Oder als Zeit, ich habe nur begrenzte Zeit mit Zora. Jetzt wieder zu Rico wechsel. Hin und her hier. Nicht so wie in Wolf by Sleep oder Kingdom Hearts 2 und so, wo ich jede Welt irgendwie ein Part schaffen konnte. Hier wird das ein bisschen mehr durcheinander sein. Ja, und wir sehen zum ersten Mal, wie es unterhalb von Traverse aussieht. Zwar haben die hier einen riesigen, wie nennt man das, Postarchiv. Und als jemand davon wusste, das Gute ist, oh Gott, ich muss nicht andauernd meine Kommandos wechseln wie im Birth by Sleep, weil ich nicht Kommandos aufleveln muss oder so, damit ich neue erstellen kann und so. Ich kann ja also jedes Mal, wenn ich eine gute Kombination an Kommandos habe, dann kann ich die auch die ganze Zeit in mein Kommandodeck lassen. Ich muss nicht die ganze Zeit hin und her wechseln. Tut eine Sache wenigstens praktischer machen. Dafür muss ich aber umso mehr wahrscheinlich meine Geister wechseln, um neue Fähigkeiten zu bekommen. Ich habe da nur so auf gut Glück gemacht, als ich Dream Drop Distance gespielt habe. Ich tue übrigens hier durch die Gegend düsen, weil ich gucken will, ob da oben was ist. Ach ja, boah. Dann gehen wir erst nach unten. Boah. Wird wahrscheinlich aber ein bisschen ordentlicher hier spielen, wenn ich das Spiel Let's Play. Vor allem, ich will die ganzen optionalen Sachen hier auch machen. Optionale Bosse gibt es leider nicht so viele in dem Spiel. Aber man kann, glaube ich, die
ganzen Storybosse noch mal neu bekämpfen auf eine härteren Version. Und das können wir uns ja ruhig geben, ne? Mal schauen. Schauen, wie ich das mache. Aber so, weil nicht so ausführlich wie die anderen Kingdom Hearts wird das Spiel ja leider nicht so vom Content her. Ein bisschen schade. Wenn sie auch viel mehr rausholen können, so. Ich dachte ja, vielleicht kommt irgendwann wieder eine Final Mix Version von dem Spiel, aber nee, anscheinend nicht. So, ihr könnt mich mal. Ich hab Vita. So. Ach, das hat sogar meine Traumfänger. Wollen die nicht irgendwie K.O. gehen und dann muss ich die wiederbeleben, irgendwie sowas? So. Ja, ich brauche so ein paar Sachen hier von den Traumfängern, deswegen. Ich glaube, die klügste wäre irgendwie die Traumfänger kaputt zu machen. Ich glaube, die Geschenke da muss ich kaputt machen. Aber das Klügste, was man machen kann, ist die Traumfänger kaputt zu machen, die man sich selber herstellen will. Also wenn ich so eine Echse hier haben will in meinem Team, sollte ich am besten hier so Echsenviecher finden und die kaputt hauen. Aber wenn ich diesen Löwen hier herstellen will, dann sollte ich so viele Löwen wie möglich erledigen. Ja, besser ja das. Weil von dem bekommt man immer die Sachen, die man für die Herstellung von diesen Dingern braucht. Du hast mein Vita abgebrochen. Und jetzt hau ich ab. F this shit, I'm out. Oh Gott. Wo ich mich doch nicht schaffen, ne? Wo ich habe noch kein Dingens und so. Naja. Boff, 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 boff. Geht doch nicht so weit weg, Mann. Bis dahin müsste sich mein Vita wieder aufgelevelt haben, ne? Aufgeladen haben. So. Oh Gott. Mein Herz. So, da liegt was. So, aus dem Weg. Boff. Macht mir aber unnötig schwer. Ich kann doch den hier machen. Guckt euch mal an, wie viel Schaden das macht. Wir sind wie die Multifokus-Kommandos in Birth by Sleep. Vollkommen überpowered. So, jetzt muss ich mal gucken, wo schon warm und nicht. Ja, hier haben wir wieder was. Wie sie gerade Geister, die müssen zweimal Schaden, okay. Da weiß ich doch was. Oh Gott. Wenn ich mal den beiden getroffen wäre, ne? Geh weg. So. Oh, gleich wechseln wir wieder zu Rico Match gerade. Gott, geh weg. Warum bist du? Oh Gott. Oh, gescheitert. Kann ich noch mal neu? Nö. Boah, ich hatte euch doch schon so gut wie fertig gemacht. Und die waren aber auch stark, ne? So. Hey, gescheiter, ja super. Aber das ist eine Bonusmission, da kriegen wir noch Belohnungen. Aber muss ich noch mal irgendwann machen. Ziel. Punktepreis, 40 Punkte, verstören Fantasie. Guck mal, Panda-Rezept. Oh, Rezepte kriegen wir dadurch auch ausgezeichnet. Ja, blöd ist, das Ding ist jetzt weg, ne? Dreck. Und jedes Mal, wenn man den Charakter wechselt, scheinen die Sachen zu resetten. Wenn ich mich nicht irre. So, hier haben wir was Großes. Wir haben ja auch diese Animation ausgezeichnet. Funke halten. Gib mir das mal. Das ist, glaube ich, eine Magie, die nur Sora benutzen kann, ne? Nur Sora. Beschwört einen Ring aus sich drehenden Lichtkristallen darauf.
stehe auf so Charakter-only Sachen. So, wenn du so halt ausrüsten kann, dann tue ich das natürlich ausrüsten. So, da hinten sehe ich noch was. Wow, müssen wir gleich gucken. Und thronmäßig, ob ich gleich alles habe. Ich glaube, das ist daneben, oder? Nee, gut. Hahaha, hi. Funke. Funke, Funke, kleiner Stern. Aua. Jetzt machen die voll Schaden, ne? Den ersten Platz habe ich fast gar keinen Schaden bekommen, ne? Jetzt gehe ich voll auf die Phrase. Oh, ich stürze gleich, merke ich gerade. Wow. Wie schnell die Zeit hier wieder vergeht. Also 15 Minuten gedauert, ne? Also. Verdammt, ich kann sowas nicht aufrufen. Halt! Lass mich noch mal gucken kurz. Schätze. Wild durcheinander, ausgezeichnet. Dann penne ich mal hier oben. Ja, so sieht das dann aus. Okay. Jetzt können wir so einen Bonus aussuchen, den Rico bekommt auf der anderen Seite. Nehmen uns einen Ballon, Angriffs- und Magievorteil. Ne, brauchen wir nicht wirklich. Und der Rest davon wird in Tal umgewandelt. So, jetzt machen wir weiter mit Rico. Und so wird dann das ganze Spiel jetzt ablaufen. What happened? Did I fall asleep? Where are Joshua and Beat? Hey, do you mind? Huh? Oh Gott, es ist wie ein Terror Story. Wir kommen irgendwo rein, direkt Gegner. Ja, ich tue erstmal hier alles erkunden, wenn du nichts dagegen hast, ne? Hübsche. Lasst mich, ich öffne gerade eine Truhe. Yagi-Bock-Rezept, yay! So, ihr stirbt. Mit Zora hatte ich extreme Probleme bisher. In den letzten Kämpfen. Du bist schon mal weg. Aua. Ich möchte den gleichen Fehler nicht mit Rico wiederholen und da sollte ich mich vielleicht fernhalten. Ja, aber gut, dass die ihre AP wieder mal nur das ist eine Truhe. Feuer. Oh nein. Oh. Machen die einen Schaden. Warum sind die eigentlich so schwer zu besiegen? Die tun wortwörtlich nach jedem Schlag irgendwie direkt wegfliegen. So, gucken wir, wo wir schon waren und nicht. Ja, Frustart. Nein, oh Gott. Oh, dieser Angriff, auf damit. Ich verrecke gleich. Ich bin verreckt. Oh. Fortfahren, ja. Wo fahre ich denn jetzt fort? Direkt hier wieder? Ja. Oh. Sagen ist nämlich eine Weile her, seit ich gespeichert habe. Ich konnte ja Ende der letzten Aufnahme-Session nicht speichern. Und dann machen wir den hier die ganze Zeit eben. Aber warum sind die jetzt schon wieder so am Durchdrehen? Ja, der Fette ist weg, ausgezeichnet. Ja, hi, na? Warum ist das Spiel schon so schwer am Anfang? Und tschüss. Und von so einer blöden Scheibe irgendwie getötet. Der darf nicht wahr sein. Was? So One Punch Panda, ne? Was soll das? Ich glaube, eine Truhe, ne? Ja. Mir ist ein bisschen enttäuschend, dass es hier so wenig optionale Bosse gibt. Vor allem, weil es so geile Bosse in jedem anderen Kingdom Hearts Spiel gibt.
die soll irgendwie einen Einfluss auf die Story haben. Der einzige optionale bisschen es hier gibt, hat leider total random und hat irgendwie gar keine Relevanz hier zur Story von Kingdom Hearts. Bin ich ein bisschen doof, aber stark. Warte mal hier, besiege alle Gegner, besiege alle Gegner ohne drei Kommandos einzusetzen, kein Problem. Au, oh mein Gott, was? Alter, was ist denn das? Ich konnte noch nicht mal richtig ausweichen. Ey. Na warte, versuchen wir noch mal. Boah. Alter, kriege ich Schaden hier von den Viechern. Oh, Junge. Noch mal ein bisschen langsamer hier. Boah, wir haben das Spiel auch gerade erst bekommen. Ey. Alter. Na, na, warte. Bist du? Weißt, tauchst du auf? Hey. Na, na gut, versuchen wir noch mal. Und direkt wegrennen. Ich muss ja nicht an dem Ort bleiben. Um. Ich kann jetzt einfach abhauen und die aus der Ferne bekämpfen. Ungefähr so. Wurf. Leg und Sieg. Ich trenne euch mal, wenn es euch nichts ausmacht. Au, oh mein Gott. So, ein nach dem anderen knüpfe ich euch vor. Geh weg. War wirklich ein Heilviech irgendwie. Deiner ist weg. Hinterlasst mir keine AP. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Vielleicht die feine englische Art, wie ich das hier mache, aber was soll's. Ja, mein Gott, das zieht aber auch echt nichts ab, ne? So, mir gefällt das nicht, dass ihr beide hier an der Stelle seid. Oh, boah. Dann, oh nee, muss ich dann auch noch machen. Dafür habe ich echt keine Zeit gerade. Ja, boah, hier komme ich so weit von gleich noch mal zurück, ne? Ja, darf einfach nicht wahr sein, ey. Warum riechen jetzt hier schon so extrem auf die Fresse? So, warte, ich hole mir den Level ab. Gerne einen neuen Ort hier. Ein bisschen die Story vorantreiben, da kommt ich mal wieder mal euch platt, ey, Junge. Kann nicht sein, dass die mir hier so Schwierigkeiten macht. So, das bin ich schon wieder. Hier alles einsammeln. So. Alter, so. Verpär. Tschüss. Warum ja so stärker Angriff? Ich zieh noch nichts ab, so hab ich das Gefühl. So, gut. Noch jemand eine Truhe. So. Was geht ab? So, geh weg, fass mich hier an. Diesmal bekomme ich ja nicht so einen Gegenstand wie beim letzten Mal. Dreck. Nein, du bist nicht größer. Bin mir sicher, du bist so irgendwie stärker, ne? Oh, ich möchte das jetzt schaffen, verdammt. Vergiss aber so was von gleich. So, jetzt haben wir ein gutes Level ab. Wenn wir das doch wohl schaffen, oder? Ja, versuchen wir halt noch einmal. Wenn nicht, dann gehen wir einfach weiter. Ich werde jetzt schaffen, hallo? Wenn dann schon jetzt, so früh wie möglich.
Das ist mal ein bisschen stärker. Bitte noch keinen blöden Schaden. Ach so, jetzt von mir. Natürlich. Keinen blöden Schaden bekommen und dann einfach die Viecher fertig machen. So. Ohne Dreieckdinger einzusetzen. Wir kommen direkt mit dem Angriff an. Mann. Blöden Viecher, kommt hierher. So. Erstmal du hier. Komm her. Einer nach dem anderen mache ich euch fällig. So. Jetzt du. So, jetzt noch die beiden Fetten. Mach ich auch. Ein Schlag fällig hier. So, wuff. Könnt ihr nichts machen, wenn ich den hier mache. Wie ich den echt nichts abziehe, ne? So, hart. Man jetzt ganz vorsichtig. Ich werde mich mit dem Angriff nicht getroffen. Ich habe Viereck gedrückt eigentlich, ne? Warum tust du weiter angreifen, Rico? Was soll das? Da muss er. Wie weit ich den anvisieren kann, ne? So, komm her. Wenn man gelacht, wenn ich so früh wie möglich ein Rezept freischalten kann, dann muss ich das verdammt nochmal aus. Dann an, ey. Durch mal, wie ich das Viech durch die Gegend jongliere, ne? Wieso habe ich mit dem Viech so Probleme gehabt? Ja, und zack. Bonus Erfolg, yay. Will ein Rezept oder irgendwie so was. Und ich möchte was haben, wodurch ich mich spezial fühle. Königsfuchen. Ich krieg nur, boah, ich krieg nur blöde Sachen, habe ich das Gefühl. Mietzeblumen. So, jetzt mal Teil der Story. Den Erfolg muss gespeichert werden, ja. Stay back. Dann dauert sie ab. Die hübsche Lady. Schalt die Traumfänger aus. Los, ein herzlosen Emblem als Keychain, Schlüsselanhänger. Meine Güte. Dieser Moment, wenn einem das deutsche Wort nicht einfällt. So, ich lass euch mal jetzt hier da rumgammeln und schau mich hier truhenmäßig erstmal um, ne? Im Kampf, da ist die perfekte Möglichkeit, das zu machen. Im Moment. Oh, mein Bumpy, mein Bumpy, der fragt. Fass denn nicht an? Im Gegensatz zu Birth by Sleep und Kingdom Hearts 2 sind die Welten ein bisschen länger, so wie in Kingdom Hearts 1. Und man sieht ja schon, ich brauche mehr als nur ein Part, um die hier abzuschließen. Aua. Warum kann ich dich nicht? Komm her. Komm in mir, wenn du leben willst. Sehr gut. So. Und da war schon vorbei. Nicht mal länger immer angehalten. Weg mit dich. Alter, diese fetten Viecher, ne? Warum sind die so knüppelhart? Sind echt schneller aufleveln hier. Ja, cool. Mehr Angriffskraft haben oder Alter, mehr Angriffskraft oder irgendwie sowas haben. Oh Gott, ich habe da noch Potions. Soll ich vielleicht auch mal einsetzen? Ne? So, Marie war da geil. Ich jetzt nur etwas Angst, aber doch, ich habe doch Angst. Marie. So, du geh weg, du bist unnötig stark irgendwie. Nein, ich bin ausgerichtet. Neuer Sturzboni freigeschaltet. Yay. Für die ich wahrscheinlich nicht so riesigen Gebrauch machen werde. Aber bitte sag, hiernach haben wir ihren Speicherpunkt. Seriously, thanks. I'm Shiki. How about you? Riku. Thanks, Riku. Sure. Hey, that's it.
You chat up a girl and then just say, sure, and walk off? I'm bad at this. Sorry. Look, it's not safe here. You should go home. If it's dangerous, how can you just leave me here? Aren't you my knight in shining armor? Well? Knight? You've got the wrong idea. Oh my gosh, I was so just kidding. You get out much? You remind me of this guy I know. Well, good thing we met. Yeah, great. Ich verstehe es nicht. Er sagt, sie soll ihn nicht allein lassen, dann wenn er irgendwie was sagt, boah, jetzt auch noch was, ne? Habe ich das nicht gerade? Dann sobald er doch irgendwie da bleibt, sagt sie doch, aber nur ein Witz. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, hier ist schon wieder so ein Ding gewesen, was das bedeutet. Boah. Alter. Warum ist das so schwer? Das Spiel sollte ja nicht so schwer sein. Es sollte nicht so schwer sein. Boah. Den Part langsam mal beenden, aber kommt immer wieder was dazwischen. So, dich schmeiß jetzt. Ich nehme jetzt diesen Bastard und schmeiße ihn gegen einen anderen Bastard. Ah. Eben diesen. So, gut. Warte mal hier. Für mindestens 3 Achter ist genau gleich wie beim Dings, wie bei Sora. Ich weiß nicht, ob man für jeden Charakter hier machen muss oder ob man das überhaupt machen muss oder so, um irgendwas freizuschalten, aber wir machen es einfach so. Buff. Buff. Und Buff. So, 3 Dinger. Ha. Ja, schon. Ausgezeichnet. So muss das. So habe ich das Spiel in Erinnerung. Einfach. Oh mein Gott, das Spiel ist schwer, es ist scheiße. What? Gut, haben wir dann auch abgeschlossen. Und da liegt was. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. So, na komm, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, hier war ich doch schon mit Rico, oder? Ja, ich habe doch gerade die Truhen alle geöffnet. Ja, ich schade ein bisschen hier zu leveln. Soll vielleicht mal auf das Kommando-Ding hier von dem nachschauen. Von dem Vampir, von dem Vampi Vampi. Ich will da Rezepte kaufen? Nein, warum nicht? Ich könnte mir hier so Fantasien und also was kaufen, aber nee. Ja, muss ich ja wieder alles hier abmarkern. Ja, wieder. Gut, gucken wir mal, wie es mit dem Fertigkeitslink aussieht. Genau, Fertigkeitslink. So, ich habe noch gar nichts mit dem Wachtraum. Wuff. Was hast du hier? Verwirren. Gib mir das. Werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Warum komme ich nichts von dir? Liebst du mich nicht? Und Vampir hat sich verändert zu wüterig. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So, haben wir genug. Eine neue Route hat sich aufgetan. Ja, aber noch nicht. Kannst du es wagen? You're going to love me. Ja, diese Dinger werde ich wahrscheinlich offscreen aufleveln. Ja, so. Also das hier, was ich jetzt hier gerade mache, werde ich offscreen machen. So, ja, jetzt kommen, jetzt haben wir das Ding schon gleich vollkommen erreicht. Mal ein bisschen auch noch machen, weil es ist sehr spannend für euch zuzuschauen. Gehen wir verdammt noch mal einen Fertigkeitslink. Ich glaube, ich kann im Moment nichts mehr mit dem erreichen. Gott verdammt, ich kann mal gucken, ob ich einen neuen herstellen kann im Moment. Chance auf Erhöhung des Abwehrwertes. Lieferkauf. Den kann ich herstellen.
Den tun wir für Rico erstellen, oder? So, den Rang erhöht man, glaube ich, nicht mit den Anzahl der Dinger, doch. Ich weiß nicht genau wie. Muss ich mal nachgucken, wieder reinkommen, so wie das geht. So, wir tun für Rico den Löwen, ja, machen, und für Sora dann, weiß ich nicht, den Extremisten oder hier den Kummerpanda, keine Ahnung. Ja, reicht. Diesen Geister schaffen für Rico, ja, warum denn nicht? Oh, ich kann ja auch wechseln hin und wieder. Gut, den tue ich offscreen ein bisschen hier so streicheln und so. Ach ja, Namen. Ich vergesse mal, dass ich einen Namen machen muss. Ich könnte jetzt so blöd sein und einfach nur bei jedem Namen irgendwie ein E ranhängen, so Zotti oder so. Aber so einfallslos möchte ich dann auch nicht sein. Wie kann ich dich denn nennen? Ein zotteligen Löwen. Was ist das erste, was mir da einfällt? Ein zotteliger Löwe. So. Buschel. Boah. Okay, natürlich liebt er mich auf Anhieb. So, und den tue ich oft gehen so ein bisschen. Erstmal muss ich den in mein Team reinbringen, Gruppe ändern. Ja, ich kann auch die Katze hier reinpacken. Stimmt. Sollte ich vielleicht machen. Halt, einen Moment. Kinderleicht. Ich weiß, er dauert jetzt wieder ein bisschen unnötig lange, aber kann ich auch hier noch Punkte reinpacken? Mit dem Ding Item Boost Magie hast, nimm das bitte. Was haben wir jetzt mit allen gelernt, ne? Was haben wir jetzt gelernt, ne? Auch mit ihnen, ich glaube, die teilen sich, glaube ich, die Sachen, ne? So, lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, ich, ach, ich kann jetzt gar nicht rausnehmen. Ja, toll, möchte ich halt erstmal nicht herausfinden. So, ich werde dann hier, so weiß ich nicht, deren Dingens hier erhöhen, deren Zuneigung auf Screen, damit wir uns halt nicht mal on Screen antun müssen. Und dann, ja, gucken wir mal, ich ein paar Sachen hier noch freischalte, so Fähigkeiten und so, die werde ich dann alle on Screen natürlich ausgeben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüssikowski und bis zur nächsten Folge.